Wem die modernen Fitnesskurse zu langweilig sind, der sollte beim Thai-Boxen vorbeischauen. Auch in der Brandenburger Gladiator-Akademie wird Muay Thai trainiert. Eine der ältesten Kampfsportarten der Welt. Mit großem Respekt betrachte ich das Geschehen erst einmal vom Rand, bevor es auch für mich losgeht. Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen zugeguckt beim Thai-Boxen und ich bin schon ziemlich beeindruckt. Ja, warum ist Thai-Boxen denn so eine gute Sportart? Ja, weil es eine recht komplette Kampfsportart ist. Also angefangen von den ganzen motorischen Fähigkeiten, die man dazu benötigt, über die Kondition, die da geschult wird, die Reaktionsfähigkeit und natürlich eben auch der Selbstverteidigungsfaktor dieser Sportart. Ja, das sieht schon ganz schön hart aus, was die hinter mir machen. Ich bin mal gespannt. Ich sag mal so, Joggen und Schwimmen, das kann ja jeder. Tja, ist das was für harte Kerle? Ich werde sehen, das müssen sie mir jetzt erstmal beweisen. Gerne. Also auf in den Kampf. Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht, denn Erwärmung muss sein. Vom Hampelmann auf alle Viere und dann runter auf den Boden. Liegestütze, Sit-Ups und wieder hoch. Und alles in einem Affentempo. Also mein Respekt. Die Erwärmung hat mich schon ordentlich fertig gemacht. Und jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kann es doch eigentlich losgehen. Aber eine Kleinigkeit fehlt noch. Schienbeinschoner zuerst und dann die Boxhandschuhe. Jetzt bin ich wirklich startklar. Neben den klassischen Boxschlägen sind auch noch Tritte erlaubt. Aber die Basics sind am Anfang besonders wichtig. Nach einer kurzen Erklärung bin ich auch direkt voll dabei. Doch es zählen nicht nur Kraft und Ausdauer, beim Thai-Boxen ist auch immer der Kopf gefragt. Typisch ist auch der Low-Kick, ein Tritt mit dem Schienbein zum Oberschenkel. Während es bei mir noch ziemlich harmlos aussieht, geht es bei den anderen schon ziemlich hart zur Sache. Das waren jetzt ein paar Teile des Technikprogramms. Ich bin jetzt schon ordentlich geschwitzt, aber es geht noch ziemlich gut weiter. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt verknüpfen wir die Techniken miteinander. Ja, also du hast jetzt zum Anfang so die Basics gehabt und die verbinden wir jetzt miteinander, sodass dann irgendwann Kombinationen daraus werden. Je nachdem, nach dem Fertigkeitsgrad, den jetzt jeder schon erreicht hat, dann eben dementsprechend einfacher oder komplizierter. Ja? Wir werden es jetzt noch ein bisschen einfacher halten, aber vom konditionellen Part wird es schon anstrengend werden. Ja? Danach werden wir noch einen 20-minütigen Kraft- und Konditionskreis machen. Ja? Also, bis dann. Ja? Na dann, geht's los. Auch wenn ein anderer Eindruck entsteht, ich habe noch ordentlich Power. Trainer Markus muss sich leider schon verabschieden. Aber ab jetzt übernimmt Max das Training. Es kann also weitergehen. Beim Thai-Boxen wird immer der ganze Körper eingesetzt und trainiert. Wer sich also einfach mal so richtig auspowern will, der gehört genau hierher. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Die Motive für das Training sind allerdings sehr unterschiedlich. Nicht nur die Fitness und der Wettkampf stehen im Zentrum, für viele bedeutet Thai-Boxen auch Selbstverteidigung. Mit einem rohen Hau-drauf-Sport hat Thai-Boxen jedoch nichts zu tun. Denn es erfordert langes Training, viel Technik und vor allem Strategie. In Thailand sind die Thai-Boxer sogar richtig geehrte Idole. In Thailand ist es halt wirklich Nationalkampfsport. Wie andere hier Fußball spielen, ist es da halt wirklich. Geht es da mit 8 Jahren los, wenn nicht sogar noch jünger, werden von ihren Eltern trainiert, gehen bestimmte Dojos. Und ja, gehen da auf den Marktplatz, machen da ihre Turniere von Menschenmassen, ist da auch wirklich eine Touristenattraktion. Ja, und es ist halt auch ein hartes Training, versuchen halt auch wirklich mit aus der Armut rauszukommen in großen Fällen. Ja. Ich komme aus dem Training jedenfalls noch nicht raus, aber eine kleine Pause, die habe ich mir auf jeden Fall verdient. Jetzt geht es nochmal so richtig los. Die Tritte, die ich einstecken muss, sind auf jeden Fall nicht ohne. Den Schmerz stecke ich aber doch ganz gut weg. Ich bin jetzt bereit für die finale Phase. Ja, ist alles total easy hier, ja, wie man gesehen hat. Und jetzt kommt noch der Kraftzug. Okay.
Die letzte Übung schaffe ich wirklich gerade noch so. Das Training neigt sich Gott sei Dank auch dem Ende. Ich hänge jetzt sowieso nur noch in den Seilen und bin total erschöpft. Nach letzten Dehnungsübungen verabschiede ich mich vom Team und bin wirklich richtig zufrieden. Also das war auf jeden Fall das härteste Training, was ich bisher mitgemacht habe. Aber ich bin super zufrieden, ich fühle mich richtig gut, weil es hat echt Spaß gemacht, neben der ganzen Anstrengung. Es war eine coole Truppe. Und mein Fazit ist, also Thai-Boxen ist, glaube ich, wirklich ein Sport, der einen für den Alltag stärkt. Und deswegen von mir eine super Bewertung. Und zum Schluss nichts für Weicheier. Und ich bin kein Weichei. Wer selbst Lust auf Thai-Boxen hat, aber denkt, er ist ein Weichei, kein Problem. Denn ihr müsst nicht fit sein, bevor ihr kommt. Denn ihr werdet fit, wenn ihr bleibt.